Es waren die Anschläge vom 11. September 2001, die das Sicherheitsdenken grundlegend veränderten. Auch in Deutschland sollten Polizei und Geheimdienste mehr Befugnisse bekommen. Doch wie viel persönliche Freiheit muss hinter staatlicher Sicherheit zurücktreten? Gegen den erbitterten Widerstand der Opposition wurde 2008 das BKA-Gesetz verabschiedet, mit besonderen Befugnissen zur Abwehr internationaler Terrorgefahren. Die Bitte des damaligen Bundesinnenministers ist, dass wir aufhören, unseren freiheitlichen Verfassungsstaat in einer Weise zu diffamieren, der bei jungen Menschen so ankommt, dass sie glauben, das sei sowas wie die Stasi. Das Gegenteil ist der Fall. Wir verteidigen die Freiheitsrechte. Mit dem Gesetz erhält die Wiesbadener Behörde das Recht, zur Terrorabwehr verdächtige Personen zu überwachen, Wohnungen abzuhören, Computer auszuspähen und Rasterfahndungen einzuleiten. Mit den Überwachungsmöglichkeiten können auch Persönlichkeitsprofile erstellt werden. Die Kritik daran ist groß. Gegen das BKA-Gesetz wurden insgesamt 15 Verfassungsbeschwerden eingereicht. Und in Karlsruhe begrüße ich jetzt einen der Kläger, Gerhard Baum, ehemaliger Bundesinnenminister. Schönen guten Morgen dorthin. Ja, schönen guten Morgen. Herr Baum, das Ganze ist juristisch relativ kompliziert. Versuchen Sie es mal einfach zu erklären, dass auch alle unsere Zuschauer und vor allen Dingen wir auch es verstehen. Warum verletzt das BKA-Gesetz die Grundrechte der Bürger? Also auch wir verteidigen den freiheitlichen Verfassungsstaat. Das Bundeskriminalamt ist umgebaut worden, ist eine Zentralbehörde mit weitreichenden Befugnissen geworden. Und dabei sind einige Grundrechte unter die Räder gekommen, etwa bei Wohnungsdurchsuchung, bei Durchsuchung des Computers, bei der Einbeziehung von Kontaktpersonen. Was ist eine Kontaktperson? Das ist unklar. Was sind die Vertrauenspersonen? Was geschieht mit Anwälten, was Priestern und Ärzten, deren Vertrauensschutz wird abgebaut. Also ist eine Fülle von Einzelpunkten, die wir hier angreifen. Und das Gericht hat einen langen Fragenkatalog aufgestellt, den wir heute hier abarbeiten. Was wiegt denn für Sie mehr, Sicherheit oder Freiheit? Ja, das ist eine uralte Frage. Alles, was wir tun in unserem freiheitlichen Staat, ist auf die Freiheit und auf die Menschenwürde bezogen. Das ist die Messlatte. Und einige dieser Einzelvorschriften, hier auch bei der Weitergabe von Daten an andere Behörden, an das Ausland, die Veränderung des Zwecks von Daten, alles dies sind Einzelelemente, die unsere Verfassung beschädigen. Und wir sind wachsam und das Gericht hat offenbar die Beschwerden ernst genommen, sonst stünden wir heute hier nicht. Wir haben gerade den damaligen Bundesinnenminister gehört, Wolfgang Schäuble, der argumentiert, die BKA sei nicht die Stasi, sondern verteidigt die Freiheitsrechte. Warum lassen Sie das nicht gelten? Natürlich, wir sind ja nicht gegen das Gesetz, wir sind nur gegen einzelne Ermittlungsbefugnisse und das ist unser gutes Recht. Und wir sind zuversichtlich, dass das Gesetz an einigen Stellen korrigiert wird. Es muss korrigiert werden und alles, was wir hören, auch aus dem Gericht, läuft in diese Richtung. Dann sagen Sie doch was zu der Korrektur, beziehungsweise wie lautet denn Ihre Alternative zum BKA-Gesetz? Also unsere Alternative ist zum Beispiel, bei der Durchsuchung von Computern vorsichtiger umzugehen und höhere Schranken einzubauen. Denn der Computer ist unser ausgelagertes Gehirn. Muss man sehr vorsichtig sein, wenn der Staat dazu greift. Oder die Überwachung, die stattfindet in Wohnung und außerhalb Wohnung. Die Angriffe mit Computern, Lauschangriffe, Spähangriffe, alles das muss an rechtsstaatliche Grenzen gebunden werden und das wird hier nicht konsequent gemacht. Ist es am Ende nicht egal, ob das BKA-Gesetz Bestand hat oder nicht, weil durch die ganzen Enthüllungen der letzten Monate bzw. Jahre, Stichwort NSA, hat man das Gefühl oder viele Bürger, dass die Überwachungsbehörden eh tun, was sie wollen? Naja gut, das betrifft vor allen Dingen die Amerikaner. Nicht wahr? Wir kämpfen hier um den Schutz unserer Verfassung und die Amerikaner setzen sich darüber hinweg. Das ist wirklich ein Ärgernis, dass unsere Souveränität, unsere Grundrechte von außen verletzt werden. Wie weit unsere eigenen Behörden das tun, wird der NSA-Untersuchungsausschuss am Ende feststellen. Aber wir sind sehr penibel, wenn es um die Befugnisse unserer eigenen Sicherheitsbehörden geht. Und das zeichnet den
den Verfassungsstaat aus, dass hier einige Menschen vor dem Gericht ihre Beschwerden vortragen können und dann auch ein Richterspruch erfolgt. Wir können froh sein, dass wir ein solches Gericht haben. Herzlichen Dank nach Karlsruhe. Gerd Baum war das, ehemaliger Bundesinnenminister. Heute berät das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über das BKA-Gesetz. Und Gerd Baum ist einer der Kläger. Im Herbst ungefähr soll die Entscheidung fallen.